Bei gute Zeiten, schlechte Zeiten dachten wohl die meisten Fans, dass das Drama um den verschwundenen Martin Ahrens endgültig ausgestanden sei. Doch wie sich jetzt herausstellt, steht der spektakuläre Höhepunkt erst noch bevor und sorgt für jede Menge Drama. Achtung, es folgen GZSZ-Spoiler. Denn was niemand ahnt, Sascha packt bei seinen Polizeikollegen über Emily und Lilly aus und sorgt für deren Verhaftung. Grund für die harte Racheaktion: Sascha musste mit ansehen, wie Emily und Paul sich küssen. Was genau mit Nihat passiert, ist bisher noch offen. Emily und Lilly werden jeweils von zwei Polizisten abgeführt, da sie im dringenden Tatverdacht stehen, etwas mit dem Verschwinden von Martin Ahrens zu tun zu haben. Die GZSZ-Produzentin Dominique Moro erklärte gegenüber DWDL zuletzt, dass das Martin-Drama nun bald ein Ende hat. Dabei wird dann auch endlich aufgeklärt, ob Martin wirklich tot ist oder den Sturz in die Havel überlebt hat.